Hey Freunde und herzlich willkommen bei eurem Tjulfa und ein herzliches Willkommen bei Five Nights at Freddy's 3 zur fünften Nacht. Die fünfte und letzte Nacht, wir drücken direkt auf Start und boxen uns jetzt einfach da durch. Ganz locker easy machen wir das jetzt. Ganz locker easy, mal sehen, wie schwer die fünfte Nacht ist. Wir hören mal kurz unserem Kollegen wieder zu. Erzähl was. Er hat irgendwas von einem Safe Room erzählt. Irgendein Safe Room, in dem man aber auf keinen Fall rein soll oder so, keine Ahnung. Aber ich habe auf jeden Fall Springtrap gespottet. Wir haben ihn hier auf Cam 08. Wo ist er jetzt hin? Cam 7? Video-Error. Scheiße, ich hole ihn zurück auf Cam 8. Ja, er ist zurück auf Cam 8. Dann starten wir mal schnell Video. Audio-Device ist denn auch aus. Scheiße, jetzt muss ich beide neu starten. Ich hätte Reboot All drücken sollen. Jetzt ist es zu spät. Oh, jetzt ist Ventilation auch noch auf. Okay, Reboot All. Scheiße, ist er garantiert auf dem Weg hierher. Oh, Nacht 5 wird ekelhaft. Oh, Nacht 5 wird ekelhaft. Alles fällt einfach aus. Oh, Springtrap ist garantiert schon richtig in der Nähe. Hundertprozentig. Reboote mal schneller. Komm, komm, komm. Springtrap, wo bist du? Where the fuck are you? Okay, da ist er. Cam 05. What the fuck is happening? What is? Was ist das denn? Hi. Bitte geh weg. Bitte. Hau ab. Was ist das? Ist das Balloon Boy? Sieht ein bisschen aus wie Balloon Boy. Als wäre er verbrannt oder so. Komm, hau bitte ab. Geh. Da ist die Tür. Ich zeig sie dir. Da. Siehst du da? Oh, ha. Ja, okay. Er ist weg. The fuck is going on? Okay, wir haben einen Ventilation Error. Oh! Fuck! Jumpscare! Was ist los? Nach 5 fliegt ja richtig los. Wir machen erstmal die Ventilation wieder hoch. Und jetzt ist der Typ hier gleich vom Stuhl fällt. Wow, wow, wow. Wow, wow, wee, wow. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay, wo ist Springtrap? Er ist immer noch auf Cam 08. Sehr schön. Sehr schön. Da kann er bleiben. Er ist weg. Er ist weg. Wo ist er hin? Fuck. Er ist auf Cam 07. Cam 07. Cam 07. Ha! Diese Jumpscares sind ja ekelhaft. Boah, der hat mich kalt erwischt. Der hat mich kalt erwischt. Ganz ruhig. Oh Gott. Ich hasse die fünften Nächte in diesen FNAF-Spielen. Das ist ekelwiderhaftiglich. Okay, Audio Devices und Ventilation ist back online. So, und wo ist... Okay, Cam 07 war er wieder. Ich hole ihn zurück auf Cam 08. Oh nein. Er war direkt bei uns gerade. Er war doch gerade noch auf Cam 07. Wie hat er das bis hierher geschafft? Okay, Freddy Jumpscare. Den habe ich gerade nicht so kommen sehen. Okay, ich fahre mal die Ventilation wieder hoch. Ah! Eine sehr hektische fünfte Nacht wird das werden, Freunde. Sehr hektisch, sehr chaotisch, sehr tödlich. Wir sehen uns gleich wieder. Ha, Freunde, willkommen bei der 3-Uhr-Marke. Springtrap ist direkt vor uns. Ich hatte ihn eigentlich gerade ganz gut eingekesselt und dann sind einfach 3 oder 4 Jumpscares hintereinander gekommen und dann ist er natürlich, ja, zu mir gekommen. Ich gucke mal, ob ich ihn da wegholen kann. Kann ich nicht. Jetzt ist er hier wahrscheinlich. Nein, oh. God fucking damn it. Guckt er schon hier rein? Guckt er noch nicht? Ah, ich schmeiß mal die Ventilation wieder an. Aber, ah, Springtrap ist schon da. Er schaut zur Tür rein. Ich sehe, ja. Gott. Oh, Mann. Nacht 5 ist eklig, wie immer. Aber eigentlich kann man ihn ganz gut unter Kontrolle halten. Und zwischendurch, da prasseln die Jumpscares nur förmlich auf einen ein und man hat keine Chance, Springtrap weiter zu spotten. Denn der Schlüssel zu dem Ganzen ist einfach nur, Springtrap im Auge zu behalten. Ihr müsst ihn im Auge haben, da soll drehen. So Freunde, wir sind wieder bei der 3-Uhr-Marke. Bis jetzt habe ich Springtrap oben auf Camp 10 gut festhalten können. Wir haben bis jetzt auch noch keinen einzigen Jumpscare eingefahren, komischerweise. Und bis jetzt... Okay, hier ist eine Lüftung. Fuck. Wo? Da, Cam 11 zumachen. Nicht, dass er da durchkommt. Und dann haben wir wieder ein bisschen Zeit gewonnen, weil solange wir in der Lüftung hängt, wir hören ja, wenn er rauskommt, haben wir Zeit gewonnen. Ja, das ist eigentlich alles, was wir gewonnen haben bis jetzt. Okay, er kommt raus. Dann kommt er auf Cam 9 raus. Genau, und dann holen wir ihn wieder hier hinten hin. Gehen Map Tugel, hier hinten 14 dicht machen. Na, wenn er in die 14 reinkommt, dann hat er uns direkt so, wir haben den Video. Oh, oh, fuck, Foxy. Reboot all. Aber er hockt oben auf Camp 10. Lüftungsschacht 14 ist dicht, das ist wichtig, wenn er da oben ist. Weil ansonsten kann er direkt zu uns hier ins Büro reinkommen und dann sind wir direkt am Arsch. Deswegen ist es wichtig, wenn wir ihn da oben halten, dass wir immer den Lüftungsschacht 14 geschlossen halten. Aber jetzt restarten wir erstmal alles und dann gucken, dass wir ihn wieder spotten, weil er wird jetzt garantiert nicht mehr da oben sein. Oh, wir switchen. Okay, wo hockt der noch? Oh, immer noch auf Camp 10, alles klar. So, wir avoiden mal den Freddy Jumpscare da, damit der uns nicht kriegt.
Okay, er hockt oben auf Kenzen. Und Schach 40! Wieso haben wir den Freddy-Jumpscare denn trotzdem gekriegt? Ich hab ihn noch gar nicht angeguckt. Hä? Na gut, keine Ahnung. Mal gucken, wir haben 4 Uhr bis... Er war eben noch auf Camp 10, eben was durch... Was? Was ist passiert? Alles klar, Freunde, wir sind wieder an der 3 Uhr Marke. Noch saß Springtrap bis gerade auf Kamera Nummer 10 mit Lüftungsschacht 14 geschlossen. Nach diesem Jumpscare weiß ich nicht, ob er immer noch da ist, weil gerade sind meine Camera Systems und meine Ventilation ausgefallen. Aber er sitzt noch da oben, sehr gut. Er sitzt noch auf Kamera 10, Ventilation 14 ist geschlossen. Wir haben 4 Uhr jetzt. Und oh je. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt, ihn da oben zu halten. Da ist wieder diese... Okay, jetzt ist er im Lüftungsschacht. Aber er kann ja nirgendwo hin, weil 14 der dicht ist. Da kommt der Freddy Jumpscare. Wir machen die Ventilation wieder hoch. Ich glaube, er ist gerade aus dem Lüftungsschacht wieder rausgekommen. Aber so extrem schnell bewegt er sich jetzt ja auch nicht. Ich muss mal gucken, eigentlich müsste ich ihn... Oder ist er noch im Lüftungsschacht? Im Lüftungsschacht ist er nicht mehr. Aber ich sehe ihn auch nicht. Da, Camp 7 war er. Wo ist er jetzt? Camp 6? Camp 5? Ist er bei mir? Nein. Wo ist er denn hin? Fuck. Er ist weg. Ich sehe ihn nicht. Video-Error. Ich mache einfach mal hier. Ah, er ist vor mir. Hat mich gesehen. Scheiße. Scheiße, das war's. Das war jetzt schon wieder das Ende. Ich gucke ihn einfach mal nicht an. Oder gucke ihn an. Ich gucke ihn einfach mal an. Mal sehen, was er macht. Ja, wir finden nämlich 5 Uhr. Komm, reboote schneller. Er ist noch nicht am Fenster vorbeigelaufen. Das heißt, er wird noch da stehen. Er wird noch da stehen. Ich gucke ihn einfach mal an. Oh, guck ihn an. Guck ihn an. Goddammit. Guck ihn an. Mal sehen. Was will er machen? Was will er machen? Durch das Fenster kann er nicht. Jumpscare kommt jetzt gerade auch nicht einfach so. Ich schaue ihn einfach an, weil wir haben 5 Uhr. Vielleicht schaffen wir es bis 6 Uhr. Vielleicht kann ich ihn jetzt bis 6 Uhr quasi hier festnageln und hoffen, dass er nicht zu mir kommt. Ich schaue ihn einfach an. Er schaut mich an. Ich schaue ihn an. Wir blicken uns tief in die Augen und fragen uns gegenseitig. Was soll das alles? Hat das alles einen Sinn? Jetzt geht die Ventilation aus. Ich muss die Ventilation hochfahren. Ah, jetzt ist er rumgelaufen. Jetzt ist er ums Eck gelaufen. Jetzt ist er ums Eck gelaufen. God fucking damn it. Aber er guckt noch nicht ins... Aha, da hat er gerade reingeguckt. Ich werde jetzt nicht mehr auf die Kameras gehen. Weil er wird jetzt gleich eh irgendwann hier reinkommen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass ich uns übers Ziel schleppen kann quasi. Dass wir ins Ziel stolpern. Ah, oh, sehr gut. 5. Nacht geschafft. Five Nights at Freddy's 3. Fucking Springtrap, man. Oh ja. So, jetzt kommt wieder eine schöne Sequenz. Und was hat es diesmal damit auf sich? Was kommt diesmal Tolles? Wer sind wir denn jetzt? Sind wir ein Kind? Ein weinendes Kind sind wir, glaube ich. Ich laufe mal wieder nach rechts. Ein weinendes Kind. Ich glaube, wir haben unsere Eltern in Five Nights at Freddy's... In Freddy Fazbear's Pizza verloren und es ist gewittert draußen. Und oh, hier sind die ganzen toten Animatronics. Wehe, Purple Guy bringt das Kind um. Da ist er. Ist das Golden Freddy? Ich kann hier rumlaufen. Da sind noch mehr Kinder. Ich kann hier jetzt nicht mehr raus. Was macht der da? Was macht der da? Was macht der Purple Guy? Ich kann zu ihm laufen und weicht von mir zurück. Kann ich in das Animatronic-Ding rein oder so? Nee. Ich dachte, vielleicht kann ich die kontrollieren und die damit zerstören. Was macht der denn? Na komm schon. Purple Guy, komm. Mach was, mach was. Mach was. Was macht er denn jetzt? Ist er jetzt in die Animatronic reingegangen? Ist das Springtrap? Ist das Springtrap? Nee. Hä? Ist es jetzt explodiert? Oder was ist da jetzt passiert? What the fuck? Oder war das Blut, was da rausgekommen ist, wurde der Purple Guy zerquetscht oder so? Keine Ahnung. Bad Ending. Hat ein schlechtes Ende? Da liegen die Köpfe von den ganzen Animatronics. Hä, ich versteh's nicht. Ein schlechtes Ende? Gibt's da mehrere Enden in Five Nights at Freddy's 3? Bad Ending. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hab nicht genug Hintergrundinfo dafür. Sollen wir sehen? Okay, jetzt könnten wir noch... Nightmare Mode gibt's hier und extra. Aber Leute, wie gesagt, das hebe ich mir alles noch auf für später, weil ich damit ja was Besonderes machen will, wahrscheinlich im Stream. Freunde, ich würde sagen, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video irgendwo.
auf meinem Kanal. Macht's gut und bis dahin.